Servus, wir zeigen Ihnen wieder, wo was los ist. Und anfangen wollen wir mit einer wichtigen Veranstaltung am Samstag in Deckendorf. Mir sei nicht nur mir. Unter diesem Motto lädt das Netzwerk Kulturelle Vielfalt zu einer Kundgebung mit Flüchtlingen am oberen Stadtplatz ein. Los geht's um 11 Uhr. Dort gilt es dann zu zeigen, dass Deckendorf bunt ist. Und bunt gemischt sind auch unsere weiteren Veranstaltungen. So klingt das Machado-Quartett und dessen vielseitige Musik können Sie am Samstag in Fichtach live erleben. In der Stadthalle laden Sie die vier Gitarristen aus München ein auf eine Zeit- und Weltreise durch Stile und Epochen. Wenn Sie dem Winterspeck gleich von Beginn an den Kampf ansagen wollen, dann empfiehlt sich der Besuch im Fitnessstudio. Im Tycoon Sports Club in Deggendorf können Sie den Tag der offenen Tür am Sonntag nutzen, um das richtige Fitnessprogramm für die kalten Tage zu finden. Das Studio zeigt hier seine umgebauten und renovierten Räumlichkeiten. Auch bei kalten Temperaturen, ein Marktbummel geht immer. Am Sonntag haben Sie beim traditionellen Kirchweihmarkt in Plattling die Gelegenheit dazu. Wenn Sie Fan der Kartoffel oder auf gut bayerisch Erbfe sind, dann ist das Erbfefest in Regen womöglich das Richtige für Sie. Dort gibt es in Ausstellungen alles Wissenswerte über die tolle Knolle und ein buntes Kinderprogramm. Und auch die bayerische Kartoffelkönigin wird vor Ort sein. Der Bürger hat am Sonntag in Deggendorf das Wort, zumindest traditionell am Ende der Veranstaltung. Bei der diesjährigen Bürgerversammlung blickt Oberbürgermeister Christian Moser zunächst auf das vergangene Jahr zurück. Und bei der Verlosung gibt es natürlich auch wieder was zu gewinnen. Für den zweiten Straubinger Trachtenball am 24. Oktober können Sie sich schon jetzt aufwärmen. Wer sich bereits eine Karte gesichert hat, kann an einem zweistündigen Tanzkurs am Sonntag davor teilnehmen. Und das kostenlos. Kurs und Trachtenball finden beide im Hotel Asam in Straubing statt. Das Polizeiorchester Bayern gastiert am 16. Oktober in der Asam-Basilika in Altenmarkt bei Osterhofen. Der Reinerlös des außergewöhnlichen Kirchenkonzerts kommt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Deggendorf zugute. Bei freier Platzwahl können Sie es sich um 18.30 Uhr schon einmal gemütlich machen. Die ersten Instrumente erklingen dann um Punkt 19 Uhr. Und wenn Sie jetzt bei diesem Konzert dabei sein wollen, kein Problem, wir haben Karten für Sie. 3x2 Karten verlosen wir. Einfach eine E-Mail an info@donautv.com schreiben. So, und ich hoffe, wir konnten Ihnen bei Ihrer Wochenendplanung ein bisschen behilflich sein und wünsche Ihnen in diesem Sinne ein schönes Wochenende. Servus.